Die Vorarlberger Krankenhausbetriebs GmbH gab am Mittwochvormittag den Startschuss zu einer Patienten- und Angehörigenbefragung, die mithelfen soll, die Qualität in den Vorarlberger Krankenhäusern noch weiter zu verbessern. Es wird das Ganze also folgendermaßen ablaufen, dass wir insgesamt jeweils 12.000 Fragebögen für Patienten und Angehörigen, also in der Gesamtsumme rund 24.000 Fragebögen versenden in der nächsten Zeit. In die Messung werden alle stationären Patienten einbezogen, und zwar mit dem Entlassungsdatum ab 1. März 2008. Und die Messung ist beendet, wenn die vorgesehene Stichprobengröße je Krankenhaus erreicht ist. Das ist zum Beispiel im Krankenhaus Feldkirch 5.000 oder sind zum Beispiel 5.000 Fragebögen im Krankenhaus Feldkirch oder 2.000 Fragebögen im Krankenhaus Bregenz. Die Kriterien umfassen also das Thema Informationsqualität, Organisationsqualität, Strukturqualität, also Infrastruktursachen, Freundlichkeit des Personals, beziehungsweise insgesamt auch eine Imageabfrage über das Krankenhaus, also ob man das weitere empfehlen würde. Also eigentlich eine umfassende Befragung. Wie bei allen Umfragen lebt auch diese Befragung von der aktiven Teilnahme der Menschen. Bei der letzten Patientenbefragung 2003 gab es eine Rücklaufquote von knapp 40%. Und so ist die Hoffnung auch dieses Mal groß, dass möglichst viele Patienten und Angehörige an der Umfrage teilnehmen. Wir hoffen uns natürlich wieder eine Rücklaufquote von 40%, wenngleich man schon dazu sagen muss, dass eine Rücklaufquote von 40% eine sehr hohe ist bei Kunden- und Patientenbefragungen und das nicht selbstverständlich ist. Wenn wir das natürlich entsprechend auch in eine Breitenwirkung bringen, dann hoffen wir uns natürlich eine höhere Rücklaufquote als wir 40%, aber das ist natürlich eine hohe Messlatte, die wir uns da setzen. Je mehr uns zurückantworten, umso besser können wir natürlich auch Verbesserungspotenziale eruieren und aufzeigen und Maßnahmen einleiten.